1 zu 1 steht nach 20 Minuten zwischen Lausanne und Rapperswil. Das ist der Jubel beim 1 zu 0. Es wird wieder gejubelt in Lausanne. John Fust, Sportchef vom Lausanne RC. Es ist schön, auch mal mit Ihnen zu sprechen, wenn es läuft. Guten Abend. Guten Abend. Wie fühlt es sich im Moment an in Lausanne? Ja, ich denke, es gibt eine gute Stimmung. Wir arbeiten jetzt mit ganzer Ruhe. Wir haben einen guten Start, viel Arbeit gemacht vor der Saison auch, dass wir können einen guten Start haben. Und das haben wir gemacht. Und jetzt wollen wir einfach gute Eishockey spielen und so viele Punkte wie möglich holen. Wie nehmen Sie im Moment die Stimmung in der Stadt und auch bei den Fans wahr? Muss man sich da etwas Credibility zurückgewinnen oder ist das ungebrochen? Ja, wir wissen, die letzte paar Saison war ein Thema. Und es braucht Zeit. Wir müssen sicher mit Geduld arbeiten mit den Fans, dass sie zurückkommen, dass sie Vertrauen haben in uns. Aber bis jetzt, die Reaktion ist sehr positiv. Wir haben ein paar Änderungen in Mannschaft gemacht, so in Kader. Das hat sofort gute Noten gegeben, auch mit Suomela, mit Goalie Hughes, mit Rochette, mit den zwei schwedischen Verteidigern. Wir haben gute Sachen gemacht und die Fans freuen sich und uns auch. Wir spielen gute Eishockey im Moment. Ja, bleiben wir doch bei den Persönlichkeiten, bei den Spielerpersönlichkeiten. Wir hatten es im Vorprogramm von Antti Suomela. Der war Topscorer letzte Saison in Schweden. Wie haben Sie den gescoutet? Wie haben Sie den nach Lausanne geholt? Ja, Antti ist auf meiner Wunschliste seit Jahren. seit er bei San Jose spielt und in Toronto in der AHL. Ich habe immer Kontakt mit ihm gehabt und endlich, der Timing war richtig für ihn, einmal zum Probieren in der Schweiz. So, diese Arbeit war jahrelang und die Beziehung war gut und wir freuen uns, dass er hier in Lausanne spielt. Ja, das andere Beispiel, das Sie erwähnt haben, ist Theo Rochette. Und da muss man auch, in der Schweiz ist das vielleicht, kennt man den Memorial Cup noch nicht so gut, aber das ist das Schlusstournament, das Schlussturnier von den kanadischen Junioren-Hockey-Ligen. Und das ist ein Riesending. Und Theo Rochette war da Captain von seinem Quebec Rempart und hat den Memorial Cup gewonnen, war da auch im All-Star-Team drin von diesem Memorial Cup. Das war ein Riesending und dementsprechend hat er jetzt auch eine Riesenrolle bei Ihnen. Heute Assist beim 1:1, siebter Punkt schon. Haben Sie das so erwartet, dass der gleich so einschlagen wird? Ja, er ist ein sehr guter junger Spieler. Er hat offensiven Akzent, eine sehr gute Vision auf dem Eis. Und die Frage war letzte Saison, ob er bleibt oder nicht bei Lausanne. Und wir haben die Entscheidung gemacht, dass er noch kein Jahr in Quebec spielt. Und es war die richtige Entscheidung, weil nicht nur ist er ein Jahr älter und besser und körperlich stärker, aber es ist auch, wie du hast gesagt, er war Kapitän von einem Meisterteam und nicht nur einem Meisterteam, der Memorial Cup. Und wir profitieren von dieser Erfahrung, die er hat. Und wir freuen uns. Und er hat noch mehr zum Lernen. Er ist noch nicht bereit, zu zeigen, alles, was er kann. Aber die Entwicklung ist gut bis jetzt. Was mich auch Wunder nimmt, es gibt so viele Fragen in Lausanne, das macht Spaß, Ihnen die Fragen auch stellen zu können. Jeff Ward war NHL Head Coach und der ist jetzt auch in seiner ersten ganzen Saison in der Schweiz, konnte er auch diese Off-Season gut brauchen, um sich etwas mehr noch zu adaptieren. Ja, es war wichtig für ihn, die ganze Trainingcamp, ganz August zu haben, zu arbeiten mit der Mannschaft. Alles war schon gut programmiert. Und wir haben eine super Preseason gehabt, gut Eishockey gespielt. Alle wissen genau, was die Coaching-Staff will. Und das ist ein Grund, warum wir sind eine gute Defensive-Mannschaft auch. Wir sind gut strukturiert, er bringt das. Aber auch jetzt, wir haben die Freiheit, mit guten Spielern ein bisschen offensiv zu spielen auch. Wo stehen Sie heute mit Lausanne? Wo möchten Sie gerne hin? Haben Sie für sich einen Plan ausgearbeitet, der über 2-3 Jahre geht? Oder schauen Sie nur auf diese Saison jetzt? Ja, so diese Saison ist ein Schritt zu machen nach vorne. Auch die Mannschaft zu aufbauen. Dass wir haben gute Kernspieler. Das haben wir gemacht. Und jetzt, wir wollen in den Playoffs diese Saison erreichen. Und Step by Step, wir wollen nicht zu schnell gehen. Es gibt viel Arbeit zu tun,
Aber die Basis ist sehr positiv hier in Lausanne. Step by step, was möchten Sie im zweiten Drittel sehen? Ja, weiter gut Eishockey. Wir haben ein bisschen zu viele Turnovers bei der blauen Länge, ein bisschen mehr Speed und Druck in die Offensive auf dem Forecheck. Und das ist unser Spiel und das ist auch, was unsere Offensive ist aufgebaut ist, von diesem Druck in Forecheck. Herzlichen Dank, wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Lausanne. John Fust, guten Abend weiterhin. Merci vielmals. Hol dir jetzt dein Abo. MySports, das ist Hockey.